Wow, 26,3 Millionen Aufrufe. Das sieht ja super aus. Aber das ist doch bestimmt fake. Wowie, 26 Millionen Aufrufe. Das ist ganz schön heftig. Aber wie so oft bei solchen Videos kommen bei euch viele Fragezeichen. Jonas, ist das überhaupt echt? Na, also zuallererst mal sehen wir ja, dass er das macht. Aber die Frage, die dahinter steht, ist natürlich eine andere. Kann man das so machen? Ist das sicher und funktioniert das auch gut? Ich weiß es nicht. Deswegen probieren wir es aus. Denn das Format heißt Hackcheck oder Fake It or Make It. Indem wir halt herausfinden wollen, ist das echt und geht das so? Oder wurde da wie so oft getrickst? Passenderweise habe ich ein Rohr und ein Stück Holz und ich habe da drüben auch eine Bandsäge. Das war gar nicht schlecht. So. Holz ist da drin, wir probieren es aus. Die Idee ist eigentlich ganz simpel. Wir wollen hier einen runden Zapfen haben. Und damit wir den einfach dran sägen können, müssen wir das Material irgendwie am Sägeblatt drehen. Das geht natürlich bei eckigen Teilen nicht. Da kommt unser Rohr ins Spiel, was hier irgendwie drauf passen sollte. So. Und schon haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu drehen, weil wir hier einen Drehpunkt haben. Wieso überhaupt runder Zapfen? Runde Zapfen, das ist ja ganz klar. Wenn wir die einfach machen können, ist das Gegenstück, ein rundes Loch, viel einfacher als ein eckiges Loch. Warum? Ja, ist ja logisch. Weil wir einfach einen Bohrer nehmen und ein rundes Loch bohren und zack können wir das Ganze wie einen Rundstab da reinstecken. Das hat ein paar Probleme, aber zu denen kommen wir später. Bohrer hat eigentlich jeder in den verschiedensten Größen. Oh Gott, ich habe die... Egal. Wir wollen jetzt ausprobieren, ob das geht. Hier ist meine Bandsäge. Wir sägen das Ganze rund. Wir haben jetzt hier hinten einen Stopp, um eine Tiefenbegrenzung festzulegen. Und was wir jetzt machen ist, wir sägen und drehen und sägen und drehen. Wichtig, wir sägen erst, gehen zurück und drehen dann, nicht währenddessen. Also los. Sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Aber ich sehe da mit bloßem Auge schon ein Problem. Oh Mensch, ist es denn jetzt schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Hey Jonas Winkler, du suchst doch bestimmt das hier, oder? Hey ja, das ist genau das, was ich suche. Moment mal, woher weißt du das? Ihr kennt es doch bestimmt auch. Ihr seid im Internet unterwegs und auf einmal weiß jemand genau, was ihr sucht und wer ihr seid. Das ist Mist. Und deswegen ist dieses Video unterstützt von NordVPN. Denn mit NordVPN könnt ihr mit nur einem Klick mehr Sicherheit im Netz haben. Das Beste ist, ihr verpasst keine Inhalte mehr, weil ihr euren Standort ganz einfach anpassen könnt. Und ihr habt einen erhöhten Bedrohungsschutz. Schadsoftware hat es also nicht mehr so einfach, euch beim Surfen zu schnappen. Und ihr habt kein Tempolimit, denn es ist der schnellste VPN-Service, den es gibt. Und mit meinem Link hier bekommt ihr beim 2-Jahres-Plan 4 Monate noch umsonst und könnt all diese Vorteile beim Surfen nutzen, damit ihr euch nicht jedes Mal wundert, Moment mal, woher wissen die so viel über mich? Was man mit dem bloßen Auge schon sieht, kann man natürlich auch gut messen. Unser Zapfen ist nicht gerade sehr gleichbleibend rund. Die Dicke variiert schon sehr stark. Also das Größte, was ich eben gesehen habe, war glaube ich 12,6 ungefähr. Und das Kleinste ist 11, irgendwas. Also wir gucken mal, ob das irgendwie in ein 12er-Loch passt oder ob wir das noch besser aussägen können. So, ein Vorteil hat das Ganze, selbst wenn es jetzt noch nicht perfekt geklappt hat, es geht sehr schnell. Das ist wirklich nicht schlecht. Also 12er-Loch, um einmal zu gucken. Ich glaube, ich habe hier unabsichtlich etwas ganz Tolles gemacht. Ich glaube, oben war er bei mir, glaube ich, ein bisschen kleiner als unten. Also wir haben so einen leicht kegelförmigen Zapfen. Woran sehe ich das? Weil ich den gerade richtig reinschlagen musste und das Ding sitzt.
Es war nicht unbedingt das, was wir wollten, aber es hat super gut geklappt. Das ist wirklich extrem fest da drin. Ich probiere mal das irgendwie. Oh. Ja, das hat super gut gepasst. Wir wollen natürlich nicht gucken, ob das jetzt Zufall war. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Vielleicht nehmen wir einfach das andere Ende und probieren es da nochmal aus. Weil es so schön war, einfach nochmal. Aber ich justiere jetzt den Anschlag ein ganz bisschen nach, um zu gucken, inwieweit sich unser Maß dadurch direkt verändert. Ich habe jetzt 1 Millimeter den Anschlag näher zum Sägeblatt gestellt. Und auf los geht's los. Was jetzt beide Male passiert ist, ist, dass uns hier eine Ecke abgerissen ist. Das ist doof, können wir aber eigentlich relativ einfach vermeiden. Zum Beispiel, indem wir hier Klebeband drum wickeln oder diesen Anschlag hier, also diese Drehhülse, einfach weiter nach vorne schieben. Die Frage ist, wie groß ist der jetzt geworden? Was ich besonders schön finde, ist dieses Muster hier. Das sieht irgendwie ganz, ganz toll aus. Das begeistert mich. Was wir aber wissen wollen ist, inwieweit hat sich jetzt die Größe hier verändert. Wir haben den Anschlag ungefähr 1 Millimeter verstellt, vielleicht waren es auch 1,5. Und wenn wir jetzt messen, sehen wir, dass wir irgendwas mit 9 haben. Also wahrscheinlich waren es 1,5, weil wir in etwa 3 Millimeter weniger haben. 1,5 von hier, 1,5 von hier, 1,5 von hier. Das ist absolut hammergeil. Das funktioniert richtig, richtig gut. Und dadurch, dass das Ganze nicht aufs Zehnte genau perfekt ist, ergibt sich wirklich eine Passform, die einfach ultimativ ist. Es ist jetzt das zweite Mal, dass wir sehen, wenn wir messen, haben wir gewisse Toleranzen. Aber die sind in einem Bereich, dass sich der Zapfen eintreiben lässt. Aber er sitzt einfach... Uah! Er sitzt brutal fest. Mit Leim wäre das vielleicht sogar fast schon ein bisschen zu eng. Aber wenn wir da jetzt noch einen Tropfen Leim dran machen, dann können wir damit wirklich absolut geniale Verbindungen machen, die super, super einfach sind, weil, und das ist nochmal der Punkt, diesen Zapfen herzustellen, haben wir gerade gesehen, das ist sehr, sehr einfach, weil wir das Ganze einfach drehen. Und das Gegenstück dazu zu bohren, das Loch, das ist super, duper einfach. Und das ist genau andersrum als bei normalem Schlitz und Zapfen. Da ist es so, den Zapfen zu sägen, ist einfach, aber den Schlitz wirklich perfekt sauber auszustemmen, sodass alles winklig ist, das kann gerade am Anfang sehr, sehr schwer sein. Auch für viele Tischler in der Ausbildung ist das sehr schwer, weil es einfach nervig ist. Es muss halt perfekt passen. Mit dem Bohren ist das viel einfacher. Oh Mann, aber jetzt kommt der Part, der trotzdem doof ist. Es gibt da zwei Probleme. Diese Passform war wirklich so, wie ich es bei meinen Verbindungen mag. Knalle eng, sodass es wirklich hält. Wo sind jetzt die zwei Gefahren? Die erste, beziehungsweise zwei Gefahren, die Probleme. Das erste Problem dürfte wahrscheinlich genau das sein, warum viele von euch gesagt haben, Jonas, geht es überhaupt? Eine Sache ist ganz klar. Sachen an Sägeblättern drehen ist grundsätzlich fast immer eine ziemliche Kackidee. Warum? Weil man schnell die Kontrolle verlieren kann. Und jeder kennt das, der mal versucht hat, etwas Rundes an der Bandsäge zu schneiden. Es kann einem schnell aus der Hand gerissen werden, weil die Bandsäge immer nach unten drückt. Das heißt, wenn man so Sachen dreht, dann ist das nicht ganz ungefährlich. Wir haben hier aber ein sehr sicheres Setup. Wir haben einen Anschlag und unser Rundstab liegt genau an diesem Anschlag. Wir drücken also mit dieser Hand nach unten und zum Anschlag. Also so, wie ich das jetzt hier mit meiner Hand mache. So könnten wir drehen. Aber das Wichtige ist nochmal, wir drehen ja gar nicht beim Schnitt, sondern in den ersten Schnitten schieben wir das Ganze wirklich nur rein und versuchen, einen geraden Schnitt zu machen. Gerade wieder zurück, gerade wieder rein. Ich glaube, wenn man genau hinguckt, so hat es sich für mich zumindest angefühlt, man merkt, dass die Bandsäge das drehen möchte. Man muss es also wirklich festhalten. Wenn euch das zu blöd ist, dann nehmt ihr euch, so wie ich das daher als Anschlag habe, einen Magneten,
den ihr einfach als zweiten Anschlag hier zwischen macht. Dadurch kann schon weniger passieren, weil das ganze Teil eingeklemmt ist. Was ich damit sagen möchte ist, es geht klar und das Drehen ganz am Ende ist tatsächlich nicht mehr wirklich gefährlich. Warum? Weil das Sägeblatt gar nicht mehr wirklich Kontakt mit dem Material hat. Das ist mehr wie so ein restliches Abschmirgeln. Das kann man machen. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt bei Sachen, dann solltet ihr es eh nicht machen. Egal ob ich oder irgendwer anderes sagt, das passt. Auch wenn euer Ausbilder sagt, mach es und du sagst, nein Digga, ich fühle mich einfach überhaupt nicht wohl dabei, dann lasst es einfach sein. Kein Mensch kann euch zwingen, was zu machen, was euch Angst macht. Aber jetzt zum zweiten Punkt, der mir Angst macht. Die Technik ist so gut, aber sie hat ein Riesenproblem. Man braucht natürlich ein Rohr und das ist tatsächlich ganz schön bescheuert. Ich habe so lange heute Morgen das ganze Scheißhaus auf den Kopf gestellt, um dieses Stück Abflussrohr zu finden, was ich wie ein kleiner Ninja entwenden konnte, ohne dass wir jetzt irgendwo einen Wasserschaden haben. So ein Rohr gibt bei einem quadratischen Querschnitt natürlich immer vor, wie groß das Rohr sein muss oder wie groß das quadratische Stück Holz sein darf. Und das finde ich ziemlich schwierig. Also weil ich habe zum Beispiel einfach gar kein anderes Rohr hier liegen. Ein Papprohr würde nicht gehen. Wir brauchen eine feste Form. Kann man sich ja vorstellen, wenn sich das jetzt verformen würde beim Sägen, dann hätten wir auch kein gutes Ergebnis. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht so ein bisschen ein Abzugspunkt. Wir können den Zapfen super nachjustieren. Wir können den Anschlag verstellen und relativ klar erwartende Ergebnisse erzielen. Wir brauchen halt nur dieses Rohr. Und ich sage es hier auch nochmal. Dieses Rohr sollte sehr eng auf unserem Stab sitzen, weil sich das alles nicht bewegen soll. Wie eng, Jonas? Ich werde jetzt diesen Hammer brauchen, um das hier rauszubekommen. So eng. Es geht sogar. Die gleiche Stelle wie letztens beim Video. Also, diese zwei Teile müssen zusammenpassen, damit die Technik funktioniert. Ansonsten 1 plus. Smash! Warum nicht 100 Millionen Aufrufe, damit alle sehen, es geht. Ihr könnt solche einfachen Verbindungen, die einfach eure... Guckt euch das mal an. Ein perfekter, runder Zapfen an einem Quadrat. Es geht nicht besser. Smasht ein Abo rein. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und schickt mir die Videos für den Hackcheck. Und stimmt natürlich unten ab. Mit dem Hashtag Hackcheck oder Fake it or make it. Damit wir wissen, ob wir das Format vielleicht so ein bisschen... Vielleicht ist es ja auch ein neues Format. Wir machen es gleich, aber es ist ein neues Format. Klingt besser. Also, tschüss.